Die digitale Erleuchtung, worum geht es genau? Ein vielleicht schwammiger Begriff, der viel Fantasie freisetzt, genau das soll es sein. Meine Beobachtung ist die, dass unsere vergangenen Jahre, man kann auch schon von Jahrzehnten sprechen, von einer Evolution der Hardware bestimmt sind. Das ging los mit den Computern, mit den Smartphones, die wir in unserer Hand halten. Zwar wurden diese jetzt zunehmend über die letzten Jahre kleiner, vielleicht auch wieder größer, wenn man sich mal so manche Smartphones anguckt, die schon die Größe von Tablets haben, aber alles in allem besitzen wir eher mehr Hardware als vor 20 Jahren. Sei es Gadgets wie eine Smartwatch, sei es ein Tablet zusätzlich zum Laptop, zum stationären PC, eine digitale Kamera und so weiter. Meine These ist jedoch die, dass wir jetzt an einem Scheitelpunkt angekommen sind, bei dem in unserer Gesellschaft Hardware in Zukunft eine zunehmend geringere Rolle spielen wird. Dafür wird die Rolle der digitalen, der virtuellen Welt zunehmen. Das bedeutet, Hardware nimmt ab, die virtuelle Realität nimmt zu und die physische Wirklichkeit, mit der man es hier zu tun hat, da ist die Frage, spielt die deshalb auch eine zunehmend geringere Rolle, weil wir in Zukunft mit weniger Hardware zu tun haben werden? Aber lassen Sie mich erstmal ausholen, um Ihnen das zu erklären, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Wir gehen ein paar Jahre zurück und zwar ins Jahr 2005. Der Spiegel hat einen sehr spannenden Artikel damals veröffentlicht, der zeigt hier ein Foto vom Papstbesuch in Rom 2005 und man sieht ein ganz Das Bild ist erstmal unauffällig. Ja? Vielleicht hilft es Ihnen, sich erstmal vorzustellen, wie ging es Ihnen im Jahr 2005? Was hat Sie damals geprägt? Bei mir war es so, dass ich gerade damit beschäftigt war, von meiner analogen Kamera auf die digitale Kameratechnik umzusteigen, dass ich es mit Auslöseverzögerungen zu tun hatte und dass ich mein erstes Smartphone hatte und erstmal damit begeistert war, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass es Farbdisplays gab. Ja? Gehen wir mal weiter ohne Kommentar zu einem vergleichenden Foto zum Papstbesuch 2013. Der Unterschied ist der, jeder filmt dieses Event mit seinem digitalen Device, sei es iPad oder Smartphone. Und es sei jetzt dahingestellt, um das zu werten. Aber worum es mir hier jetzt gerade geht, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wird Hardware zunehmend präsent in unserem Leben aktuell und was bedeutet das eigentlich für unsere Gewohnheit oder für das, was wir als normal empfinden? Hier zwei Bilder. Links, das zeigt so in etwa ein Bild von meinem aktuellen Arbeitsplatz. Ich habe in meinem Alltag sehr viel damit zu tun, digitale Services für unterschiedliche Ausgabemedien zu designen und habe immer das Problem als Designerin, ich muss meine Anwendung responsiv für ein Tablet, für ein Smartphone, für einen stationären PC machen und das macht mir viel Arbeit und den Kunden kostet das auch deshalb viel Geld. Heißt, wenn ich das Ganze ausprobieren will, fahre ich den kompletten Fuhrpark hoch und gucke mir mal an, wie sieht das denn aus den unterschiedlichen Medien aus und muss dann meistens viel Zeit investieren, um es zu synchronisieren. Auch ein klassischer Arbeitsplatz für Personen, die mit zum Beispiel Schnitttechnik im Film, im filmischen Bereich oder mit Audiobearbeitung zu tun haben, die sitzen meistens vor mehreren großen Monitoren, um einerseits das Bild ganz genau zu sehen, das sie bearbeiten, aber auf der anderen Seite auch ihre ganzen Einstellungsmenüs haben zu können. Das heißt, die Hardware ist hier umfassend, die ist dominant präsent. Wie sieht es mit meinem Sichtfeld aus? Jetzt kommen plötzlich hier Monitore gerade, das ist hier von Samsung, wurde gerade gepriesen als einer der Gaming-Monitore, machen die gerade viel Werbung. Dann sieht man, die sind so gebogen. Ja? Dann denke ich mir, die sind so gebogen, sind so ultra-breitwand. Wie ist das eigentlich mit meinem Sichtfeld, wenn ich mir das mal so angucke? Ja, und wie ist eigentlich meine natürliche Auflösung? Apple wirbt ja immer damit mit Retina-Auflösung. Retina an meinem Auge, die sagen halt, dass sie versuchen, die Bildschirmauflösung dem menschlichen Auge anzugleichen. Irgendwo bei 370 ppi ist Stopp. Also hier, mein Sichtfeld ist so, es ist gebogen, ja, es ist mehr als 180 Grad und die Monitore fangen sich an, dem so anzupassen. Also die wollen mir so ein Rundum-Erlebnis bieten für viel Geld.
Auf der anderen Seite gibt es VR-Brillen, die ich mir aufsetzen kann. Ziemlich klobig immer noch, ist nichts, womit ich jetzt im Alltag rumlaufen würde, sondern zwingt mich auch in eine ruhige Position, damit ich nicht wo dagegen laufe. Aber bei diesen Geräten ist es dann bereits so, dass die digitale Ebene tatsächlich mein Sichtfeld umfasst. Also mit diesen Geräten ist das möglich. Aber hier spricht man ja immer von VR, von Virtual Reality Brillen. Virtuelle Realität. Ich würde mir gerne jetzt erstmal im nächsten Schritt genau angucken, was bedeutet eigentlich genau virtuell und was bedeutet Realität, um uns damit mal zu beschäftigen, was kommt denn da in Zukunft auf uns zu? Nämlich eine Veränderung. Ist es eine Veränderung oder ist es nur eine andere Wahrnehmung dieser Begriffe? Also Realität ist eigentlich, wenn ich das mit meinen Studierenden diskutiere, dann stellen wir einfach schnell fest, Realität hat viel mit mir selbst zu tun, mit meiner eigenen Wahrnehmung. Und meistens gibt es so viele Realitäten, wie Personen in einem Raum sind. Wir können uns vielleicht auch vorstellen, dass die Realität einer Fledermaus aus der Vogelperspektive eine andere ist als die eines Regenwurms aus der Froschperspektive. Aber alles ist Realität. Wenn man mal bei den Philosophen, die sich seit Jahrhunderten Gedanken darüber machen, wie der Begriff Wirklichkeit zu definieren ist, wenn man da mal nachguckt, findet man den Satz, mit dem Begriff Wirklichkeit soll das bezeichnet werden, was der Fall ist. Das ist eine sehr offene Formulierung. Also Reality, Wirklichkeit ist das, was für mich der Fall ist gerade. Ja? Aber was bedeutet eigentlich virtuell? Virtuell hat für mich immer so ein bisschen so dieses, das ist ja nicht ganz echt. Ja? Virtuell ist nicht echt, das gehört gar nicht zum richtigen Leben dazu. Und wenn ich mir viele Vorurteile von Personen anhöre, die der virtuellen Realität skeptisch gegenüberstehen, dann merke ich immer, dass es dann heißt, das ist ja gar kein echtes Erlebnis. Also was ist überhaupt echt? Virtuell nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber erscheinend. Aus diesem Grund würde ich diese Begriffe gern mal relativieren und sagen, warum soll denn die digitale Welt, die wir haben, nicht echt sein? Es ist ja erwiesenermaßen so, wenn ich mir ein digitales Bild in der VR-Brille, ne, von einem Strand von Thailand mir einspiele, beruhigende Musik höre, der Entspannungseffekt in meinem Gehirn, der ist echt. Und es ist auch erwiesen, dass das Zeigen fröhlicher Bilder in mir Endorphine auslösen kann. Also die Hormonausschüttung in meinem Kopf, die ist auch echt. Also das zukünftige Szenario für mich ist das Mixed Reality und Mixed Visions, also Visionen, dass die Verschmelzung der physischen mit der virtuellen Realität, die werden eins. Es wird keine Trennung mehr in Zukunft diesbezüglich geben. Diese Begriffe werden sich vermischen. Es gibt jetzt schon User Interfaces, also Skizzen, Designentwürfe, die aufzeigen können, wie das mal aussehen kann. Stellen wir uns mal vor, viele von Ihnen joggen vielleicht gerne oder machen sportliche Aktivitäten und nutzen dafür eine App zur Selbstoptimierung. Die zeigt einen den Puls an, die Schritte, die Leistung im Vergleich zu denen, die ich in den vergangenen Tagen geliefert habe. Werde ich besser, schwächle ich und so weiter. Das ist immer so eine Sache, sein Smartphone dabei zu haben beim Joggen. Mich nervt das. Ja, also ich jogge viel zu selten, aber wenn ich dann jogge, habe ich mein Smartphone nicht dabei aus Angst, es zu verlieren. Es könnte runterfallen. Ich schwitze, wenn das Tier an der Seite ist. Es ist unbequem. Wäre doch toll, wenn sich die App, die Leistungsoptimierungsoberfläche direkt vor meinem Sichtfeld einblendet und ich da gar keine Hardware mit mir rumschleppen muss. Viel Geld geben wir gerne für Smartwatches aus. Die Geste ist vertraut, auf die Uhr gucken, linker Arm hoch. Was, wenn mir die Smartwatch einfach eingeblendet wird mit sämtlichen Menüoptionen, die ich da habe? Macht vieles einfacher und die Hardware ist verschwunden an der Stelle. Ich brauche sie nicht mehr. Schlechte Nachrichten für die Hersteller, die damit ja gerne Geld verdienen möchten. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter, denken wir das Ganze in die Zukunft und auch noch mal viel radikaler. Ich habe das Glück, dass ich gerade aus dem Urlaub zurück bin. Wir waren mit meiner Familie oben auf der Alm und es gibt eine App, das habe ich jetzt auch erst erfahren, die meine Tochter nutzt. Und zwar fotografiert sie damit jeden Schmetterling, den sie sieht. Und da, die Daten, die da geliefert werden,
tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Meine Tochter konnte erst mal feststellen, dass es unglaublich viele Schmetterlinge auf der Alm gibt. Ich wusste bis dato, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da Almwiesen überhaupt so schmetterlingsreich sind. Also auch ich habe etwas dazu gelernt. Und welche sind vom Aussterben bedroht, welche sind vielfältig. Und sie hat auch feststellen können, dass in ihrer unmittelbaren Umgebung noch zwei weitere Personen sind, die auch mit dieser App die Artenvielfalt kategorisieren möchten. Heißt auch der Moment der Bildung, der Weiterbildung. Zum Sprachlernen fällt mir ein, ich gehe hier durch den Raum und es sagt mir, ich möchte zum Beispiel Spanisch lernen, dann sagt es hier Licht, hier sagt es Fenster und das blendet es mir immer auf Spanisch ein. Ist ein bequemer Moment, immer die ganze Zeit Fremdsprachen lernen zu können, ohne dass ich mir jetzt mich hinsetze und in einem Lehrbuch studiere. Es geht aber auch so weit, hier das eine Bild mit dem Friedhofsszenario. Geht es Ihnen auch so, wenn Sie auf dem Friedhof sind, dass Sie die Namen auf den Grabsteinen lesen und sich manchmal denken, was waren das eigentlich für Menschen? Das ist ein ganzes Menschenleben, das sich inzwischen auf eine Gravur auf dem Stein reduziert. Was waren das für Charaktere? Oft gibt es Bilder dazu von Menschen, die auch schon so aussehen, als wären sie lange tot. Nehmen wir mal an, plötzlich blendet sich die Person ein, trägt die Kleidung, die sie auch zuletzt, oder ihr Lieblingskleid, die sie zuletzt getragen hat, und fängt mir an, eine Geschichte zu erzählen, wie das damals war, vor so und so vielen Jahren. Ich denke auch an historische Stätten wie Burgruinen, wie Schlösser. Ich wünsche mir eigentlich immer, wenn ich in so eine Burgruine reingehe, dass ich mal denke, so, und jetzt würde ich gerne einen Knopf schalten können, und dann zeigt es mir, wie das im Mittelalter wirklich war. Das Leben, wie haben die geredet, was war das für eine Sprache? Hatten die wirklich alle verfaulte Zähne im Mund, wie man das immer hört, dass die gar nicht mehr gelacht haben, um ihr Gebiss nicht zu zeigen? War es damals wirklich so, dass man mit 40 schon viel älter aussah, weil einen das Leben damals noch so beansprucht hat, weil es so hart war? Wie sind die miteinander umgegangen? Was hat die geprägt? Die müssen ja auch Spaß gehabt haben. Wie ging das? Ja, also so weit, dass man auf der einen Seite sagt, Menschen, die verstorben sind, können virtuell weiterleben. Ich kann mit ihnen in Kontakt treten. Hier noch kurz ein Beispiel. In der Schmerztherapie, in der Traumatherapie, gibt es in Korea ein Experiment, wo Menschen, die den plötzlichen Verlust eines nahen Angehörigen zu betrauern haben, dass man diese Personen virtuell hat wieder auferstehen lassen. Man hat sie also erstmal als Hologramm nachgezeichnet und ihnen dann per KI eine Persönlichkeit gegeben. Und das ist große Erfolge erzielt, wenn ich einfach mit dieser Person nochmal abschließende Gespräche führen kann. Das Abschlussgespräch. Es heißt ja immer, sieh zu, dass du mit einem kranken Menschen, sieh zu, dass ihr Abschied nehmen könnt. Ja, und wenn das uns verwehrt bleibt, dann bleibt bei den Hinterbliebenen ein großer Schmerz zurück und der kann gelindert werden, indem man hier eben Menschen wieder auferstehen lässt. Es ist also auch aus therapeutischer Sicht wertvoll. Aber wie kann das gehen? Im Moment sind wir noch an die Technik geknüpft. Hier das zurzeit fähigste Gerät auf dem Markt ist die HoloLens 2. Die 3 ist angeblich in Arbeit ohne genaues Erscheinungsdatum, ist aber immer noch ganz schön klobig und das Problem ist immer noch das eingegrenzte Sichtfeld an der Stelle. Ja, also im Moment ist es so, gibt es noch keine marktauglichen Geräte, mit denen wir uns jetzt frei bewegen können, sodass wir nicht wie der totale Geek auf der Straße herumlaufen. Wir würden auffallen, wenn wir solche Brillen tragen. Computerspiele unter uns werden das Bild aus Cyberpunk erkennen, wo auch sozusagen die Netzhautprojektion, also wo das digitale Bild direkt auf die Netzhaut projiziert wird. Also mein Sichtfeld wird eins mit der digitalen Ebene. Das ist auch möglich. Das ist eine tolle Geschichte, dass wir uns überlegen, es braucht überhaupt kein Gadget mehr. Vielleicht reicht es ja an meine Brille mal zukünftig hier so Sensoren anzukleben und das digitale Bild, wird genauso wie das Sonnenlichtbild auf meine Netzhaut projiziert. Das Gehirn macht ein Bild daraus. Dem Gehirn ist es ganz egal, wo die Lichtquelle herkommt. Ja, dass das eines unserer zukünftigen Settings ist. Darüber hinaus, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und denke mir, das ist ja schön und gut, das wird jetzt das digitale Bild, das wird alles eins. Wie ist es eigentlich, wenn ich die Hände frei hätte? Wenn ich also quasi nur mit meinem Kopf mit einer digitalen Ebene interagieren kann, so jetzt einmal Navigationssystem einblenden.
Das geht schon. Es gibt Geräte dazu von einem amerikanischen Hersteller. Man sieht, im Moment ist er schon relativ klein geworden. Zwei Sensoren hinterm Ohr, das misst meine Gehirnaktivität. Und ich kann zum Beispiel mich darauf fokussieren, dass ich sage, hier jetzt mit dieser Gehirnaktivität-App steuern, digitale Anwendung steuern. Ich kann also, wenn ich möchte, bereits ein ferngesteuertes Auto nur mit der Kraft meiner Gedanken durch den Raum navigieren. Es gibt auch Experimente zum autonomen Fahren, wo ich ein Auto nur über meine Gedankenkraft steuern kann. Das geht sogar so weit, weil die Technik, die hier die Sensoren auf den Kopf aufsetzt, ich mag das, man kann das Gerät wieder abnehmen, aber Haare stören an der Stelle. Es dauert eine Zeit, bis das alles funktioniert. Es gibt auch die implantative Technik, wie sie Neuralink in Amerika gerade entwickelt. Da wird einem ein Chip eingesetzt. Das, was in den sozialen Medien gerade als Horrorszenario teilweise diskutiert wird, gibt es wirklich. Allerdings nicht, damit ich ferngesteuert werde, sondern angeblich kann ich damit jetzt schon mit der Kraft meiner Gedanken eine digitale Anwendung wesentlich schneller steuern, als ich das je mit meinen Händen oder über Sprachsteuerung machen könnte. So sieht das User Interface dazu aus, also ganz vertraut und real. Dass die Daten, die ich hier allerdings an der Stelle produziere, gegebenenfalls nicht von meiner Privatsphäre geschützt sind, auf irgendeinem Server, auf einer Cloud in Amerika landen, missbraucht werden können, das ist eine andere Frage. Die möchte ich hier nur am Rand erwähnen. Das heißt, bis diese Technologie Mainstream-tauglich geworden ist, werden noch viele Jahre vergehen, weil diese Fragen müssen auf jeden Fall erstmal sichergestellt werden. Und die Frage ist auch, ob überhaupt eine digitale Welt, die physische Welt, ob die überhaupt direkt in Konkurrenz zueinander stehen. Denn ich kann mir zwar auf der VR-Brille oder auch mit Mixed Reality wunderbare Urlaubsbilder angucken und die Erholung ist real. Aber es geht doch nichts über einen richtigen Sprung ins kalte Wasser und die Erfrischung, die man hat, wenn man das Salzwasser an seiner Haut spürt, wenn man dringend urlaubsreif ist. Ja, also das wird mir auch so schnell keiner ersetzen können. Und die Frage ist, ob es auch überhaupt ums Ersetzen geht. Ich denke, Mixed Reality bedeutet immer um eine Erweiterung, um eine Ergänzung. Es geht also um eine Bereicherung und nicht um ein Entweder-Oder-Prinzip. Ja, also Mixed Reality, Brain-Computer Interface. Was bedeutet das? Ich habe hier bewusst nochmal das Bild aufgegriffen aus Blade Runner, wo sich der Hauptdarsteller ja bekanntermaßen Gefühle entwickelt zu einer künstlichen Intelligenz. Und das Interessante ist, nicht er verliebt sich nur dahin, das ist was anderes, als sich in eine Schaufensterpuppe zu verlieben. Die liebt ja zurück. Die spiegelt ja die Gefühle zurück. Es gibt einen Moment, dass Psychologen sagen, Verliebtheit ist eigentlich nur, ist eine sehr egoistische Angelegenheit, nämlich dass ich einfach nur eine Projektion habe, mich selbst zu projizieren und zwar in einem positiven Bild. Dass mein Gegenüber entdeckt mich neu. Das bedeutet an der Stelle, dass eine KI mir ein gutes Gefühl gibt, indem sie mir antwortet, mir Verständnis gegenüberbringt, eigentlich Aufmerksamkeit schenkt. Denken wir das mal weiter, zum Beispiel im Moment ist es so, wenn ich zu meinem Partner sage, ich komme heute um 9 Uhr nach Hause, dann wartet der auf mich. Und wenn ich dann mich mit meiner Freundin 2 Stunden verzettel, ist der sauer. Manchmal denke ich mir so, mein Gott, ja, stimmt, ich hätte ihm eine Nachricht schicken können, gibt dann ein bisschen Knirsch. Aber stellen wir uns mal vor, ich komme nach Hause und er sagt, ach, macht nichts, ich habe dich gar nicht vermisst. Ich habe ja inzwischen mit deinem virtuellen Double mich unterhalten. Übrigens war dein virtuelles Double viel verständnisvoller, was meine Situation gerade, du weißt, das ist gerade ein bisschen schwierig in dem Bereich angeht. Also irgendwie, stellen Sie sich mal vor, es gibt Sie wirklich irgendwann als virtuelles Double und Sie sind viel liebenswerter, Sie sind viel perfekter. Sie können die Gefühle des anderen viel besser lesen, als Sie es jetzt eigentlich tun. Und geben ihrer Freundin vielmehr das Gefühl, dass sie verstanden wird. Aber die Frage ist, ist es das, was wir wollen? Ja? Was macht das mit der Liebe? Was macht das mit dem zwischenmenschlichen Aspekt? Und vor allem eine wichtige Frage ist, ist es das, was uns als Persönlichkeit weiterentwickeln lässt? Ist es nicht eigentlich auch die Reibung, dass die Probleme, das Feststellen von Unterschieden zwischen uns, was uns das Leben aufregend erscheinen lässt. Damit sind wir schon beim Fazit. Also im Moment ist es, sind zum jetzigen Zeitpunkt ist die
die digitale Ebene noch auf Kästchen begrenzt. Es gibt VR-Brillen, HoloLens, aber das Blickfeld ist noch nicht verschmolzen mit der digitalen Ebene. Aber die Technologie arbeitet im Moment stark daran, dass dieses Wirklichkeit wird in den nächsten Jahren. Darüber hinaus die Möglichkeit, rein über die Kraft meiner Gedanken, diese Ebenen zu steuern und dass in Zukunft die Wahrnehmung unserer Wirklichkeit aus einer digitalen Ebene gleichermaßen auf gleicher Ebene ergänzend mit der physischen Ebene stehen wird. Das ist ein Szenario, das natürlich an der Stelle rechtliche Fragen, menschenrechtliche Fragen aufwirft, aber die Technologie an sich ist per se neutral. Es kommt immer darauf an, was wir Menschen mit ihr machen. In diesem Sinne schließe ich hier mit einem kleinen Bildwitz und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen.